Was machen wir? Machen wir beide in einem Video? Ja, das ist ja der Birthday, ne? Birthday, die kommen ja beide am Dienstag raus. Beide am Dienstag? Das ist ja krass. Oh, den Shaker, den kriegen wir bestimmt dann nachgeschickt. Ja, den Shaker werden wir bestimmt nachgeschickt bekommen und die T-Shirts. Ach ja, ja. Und die Poster. Poster. Oh, ich habe letztes Mal auch den falschen Code gesagt, muss man mal nachschauen. Also ich blende ihn ja sowieso ein. Nee, trotzdem, nicht, dass das stimmt. Nicht, dass das heißt, hier die Pulverboys, die haben sich schon wieder nicht vorbereitet. Warte, ich mach mal, ja, weil du musst dich informieren. Weil wenn du anfängst beim Textilhändler und dann mit VHS-Kassette kommst. Pulverboys 10 für 10% Rabatt. Ja. Gott sei Dank. So, dann würde ich sagen, werden wir jetzt beginnen. Wir haben gut was vor uns. Absolut. Und wir müssen uns kurz halten, weil wegen muss schnell raus, ne? Genau. Zack, zack, zack. Ich hab Durst. Ich hab Durst, ja. Zieh ich runter hier. Okay, super. 3, 2, 1. Raise a glass, you've made it another year. Happy birthday. Have a laugh, crack a smile, even shed a tear. Because it's your birthday. Pop the cork, pour the flute, make a wish, and don't forget to count the candles. Now we celebrate with cheers. Raise your glass to another year. Raise your glass, it's time to have some fun. Happy birthday, yellow cake, for another trip around the sun. Because it's your birthday. Coffee or tea, cream and sugar. Is it time to open presents? Friends and loved ones gather near. Raise your glass to another year. Und willkommen bei den Pulverboys, dem besten Review-Channel für Gaming-Booster. Im deutschen Internet. Weltweit. Ach, herrlich. So, es ist Geburtstagszeit. Aber man gratuliert ja eigentlich nicht vorher, ne? Nee, aber Unglück. Deswegen machen wir das nicht. Aber das singen wir auch nicht. Aber wenn, dann würden wir. Weil wir aber dieses Mal auch pünktlich vor Release bekommen haben. Es war schon mal öfter vor Release, aber je nachdem natürlich, wie die Post gerade... Aber überpünktlich ist immer am besten. Ne? Die Öffis nicht oder das Abitur streiken. Wieder ja, wir mindestens 600 Euro mehr. Oder 13% mehr für die Höherverdienende. Genau. Ja. Okay, gut. Also, reden wir nicht darüber. Wir haben ja schon letztens gehört, wir sollen nicht so oft Politik in das Thema bringen, weil das finden die Leute nicht gut. Aber ist nicht schlimm. Damit, wir freuen uns immer über Feedback, deswegen lass uns mal jetzt reinschauen. Also, Holy hat Geburtstag und hat zwei Sorten. Den zweiten Geburtstag. Oh, nächstes Jahr gibt es dann drei Sorten. Oh, wenn sie das natürlich immer so weitermachen, ne? Wird schwierig. Wird irgendwann... Im Birthday, ne? Schwierig. Birthday. So, hier der Karton. Wunderbar. Und hier haben wir zwei ganz tolle, schöne Sorten. Bin wirklich ausgesprochen hyped diesmal. Dieses Mal bin ich auch richtig gehypt. Ich sag gleich warum, aber fangen wir erstmal mit dem kleineren an. Mit der Thai Lima, Thai irgendwas. Thai Lime Tukan. Ist denn der Fokus eigentlich, bin ich denn so dämlich? Der registriert, glaube ich, dein Gesicht. Das ist das Problem. Ja, so muss ich das machen. So, schaut mal. Das hier ist die Sorte Thai Lime Tukan von dem Vogel her. Das ist eine Zitrussorte. Und hier haben wir ein Kamel. Schaut. Gesicht Kaktus weg. Kamel. Warum ist es? Kaktus Kamel oder Kamel Kaktus? Das ist Kaktus Kamel. Ja. Und zwar geht es hier um die wunderbare Kaktus Feige. Und alle wissen ja, ein riesen Kaktus Feige. Also nach dem Krümel Zitroneneistee kommt direkt von Fanna der Kaktus Feige Zitrone Grüntee. Aber Kaktus Feige schmeckt mir gut. Und ich finde erstmal sehen die wirklich nice aus. Die, richtig nice. Sehr gut gemacht das Packaging. So ein geiles Und was ich geil finde, ist, dass es ja auch diesmal nur eine Sorte jeweils ist, ne? Das stimmt. Keine Mischung. Ja. Okay, Thai Lime weiß ich jetzt nicht, was der Unterschied zur normalen Limette sein soll. Gut, das wissen wir hier nicht so genau. Da steht jetzt auch nichts weiteres drauf. Nee, stand ja sonst immer oben drauf. Genau. Also Kaktusfeige und eine Limette. Thai Lime, vielleicht ist das noch ein bisschen was anderes bei, keine Ahnung. Komplett einzelne Flavor. So wie wir es immer gefordert haben. Ihr seht, genau. Unser Feedback. Unsere Forderungen werden hier durchgesetzt. Unser Feedback zählt dann doch ein bisschen mehr als gedacht. Nicht eures, nur unseres. Unseres.
Wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, ne? Aber wir sind ja sozusagen der Querschnitt der Gesellschaft. Szene, ne? Wir sind ja die perfekten Normal People zum Testen und zum Verstehen der Community. Ne? So ist das. Ja, wir haben nur die Shaker haben wir leider nicht bekommen. Deshalb müssen wir jetzt andere von Holy benutzen. Die Sneak Shaker. Aber die sind ja auch schön, ne? Ja, die sind auch toll. Der Boar und der Shark. Der Shark und der Wildschwein. Der Wildschwein. Lass uns mit der Limette. Lass uns mal mit der Limette. Wir testen natürlich an beide in diesem Video, ne? Guck mal hier auf hier. Das war hier schön Deckel. Ich habe auch keine Energy getrunken. Soll ja so eine Mischung aus dem Lizard sein und dem Citrus Cobra. Gurke oder was? Ja, genau, irgendwie so dazwischen. Für die, die das mochten, in die Richtung immer das geht. Der Lizard war jetzt... Ich wusste nicht, dass das nach Gurke schmecken würde. Nein, es war ja auch ein Lemon Lizard, ne? Lemon Lizard, ja, stimmt. Na, also wir gucken mal. Ich freue mich auf jeden Fall Citrus Cobra. Es ist ja aktuell für euch zur Information. Ich hoffe, genau. Das wird jetzt bald alles refilled. Aber das ist ja gefühlt seit Ewigkeiten alles ausverkauft. Die kommen mit der Production nicht hinterher. Genau, und dann... Hatten sie auch in so einem Statement geschrieben, wenn natürlich dann eine Zutat wieder in der Lieferkette fehlt, dann können sie das ganze Produkt nicht rausbringen. Und ihr habt ja die Shops, den Shop leer gekauft, ne? Deshalb ja. Auch. Ne? Leider auch mit anderen Codes. Ihr solltet, wenn ihr möchtet, am liebsten den Code Pulverwurst 10 benutzen oder Pulver 5 oder holt doch euch mal das Probierpaket. Auch mit unserem Code. Da könnt ihr ein bisschen was sparen und ihr habt eine tolle Sache dabei. Ne? Jetzt brauchen wir mal Eis, junger Mann. Warum war ich die neue Eismaschine? Techniker ist informiert. Kannst du nicht. Du hast ja so einen 3D-Drucker angeschafft. Kannst du eigentlich eine Eismaschine mit drucken? Ja, du siehst ja, dass ich noch nicht mal ein Näpfchen drucken kann. Guck mal, heute habe ich das Gute geholt, ne? Das Gute? Von Nordfrost. Ui, das ist ja toll. Das Gute, ne? Ja. Ja. So schön stückig. An Eis kann es nicht zu wenig sein. Oh, 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 oh. Nee. Da ist jetzt ein Malörchen passiert. Ich habe noch ein altes Taschentuch. So, dann machen wir jetzt mal so einen schönen Löffel da rein. Ein bisschen für den Geschmack. Genau. So, ihr kennt das. Ist ja Start vom Wochenende hier Samstagnachmittags, ne? Außergewöhnlich früh für uns heute. Wir haben Freitag. Ne? Ja, Freitag. Es fühlt sich wie Samstag an, aber wir haben Freitag. Ganz früh nehmen wir heute auf, ne? Klar, Chef. Mach ich, Chef. Keine Widerrede, Chef. Ich bin aber gespannt, doch. Guck mal. Aber mir ist letztens auch hier mit einer eingetrocknet, ne? Ja, ist mir letztens auch aufgefallen. Also, ist noch nicht so. 100% optimal. Nee, freuen tue ich mich auch darauf. Also, gut, das mit der Gurke war mir jetzt nicht so bekannt. Da bin ich mal gespannt. Für die ja, aber Citrus Cobra mochtest du doch auch. Ja, aber keine Gurke. Ja, aber es steht doch gar nichts von Gurke drauf. Ja, weil du das so gesagt hast. Ich darf nicht so. Ja, ich lese ja im Gegenteil zu dir auch die Briefings. So. Prostata, ne? Prostachen. Oh, riecht aber schon limettig. Mhm. Thailändisch. Nur so Limette bin ich auch mal gespannt. Ne? Also es ist ja vorsichtig, klecker nicht. Eigentlich. Ich habe jetzt schon, muss ich lachen, weil es so schön so lecker ist. Warum? Limettig. Also geht auf jeden Fall. Also mit Lemon Lizard finde ich. Hat er gar nicht so viel zu tun. Nee, gar nicht. Eher, also eher Richtung Citrus Cobra, aber auch anders halt, ne? Anders als Citrus Cobra. Also ist schöne Limette, muss ich diesmal sagen. Ich finde, Citrus Cobra ist ein bisschen kräftiger. Weil ich dachte wirklich so, ach, nur Limette jetzt, ne? Sonst kennt man es ja von Cocktails, da kommt doch noch ein Spritzer Limette immer rein zum Abschmecken, ne? Nur so pure Limette trinkt ja auch eigentlich keiner. Oh, ich muss was ausprobieren. Ich muss gleich noch was ausprobieren. Schmeckt gut. Ja. Ist eine schöne Limette. Also ihr habt hinten schön, ist nicht ganz so krass, als wenn ihr in die Limette reinbeißt, das ist das Gute. Aber so, als wenn ihr euch vorstellt, ihr macht euch so ein schönes Wasser fertig für den Sommer und klatscht da Limette so ein bisschen rein und habt da so ein schönes Limettiges. Ja, ja. Ja, also echt. Ich glaube, das wird mein neuer Sommerdrink. Heute ist auch schon so warm, ne? Daran liegt das, ne? Heute waren schon 18, 19 Grad. 18 Grad, das ist ja schon, für uns schon Hochsommer. Das ist für mich schon scheiße. Ja. Sag ich dir, wie es ist? Schwarz in Schwarz immer gekleidet. Ne? Ja, ich habe da jetzt schon wieder keinen Bock drauf. Ich freue mich jetzt schon wieder auf Winter. Jetzt fangen die an, ja wieder zu mähen da. Schreibt mal in die Kommentare, was findet ihr besser, Sommer oder Winter? Ja, Winter. Oder Frühling, Herbst, das sind ja eigentlich schön. Fühlt sich aber toll an, aber für mich ist, auch wenn ich weiß, okay, heute 18 Grad, schön Wind und so, ja. Aber dann weiß ich, das dauert nicht mehr lang, ja. Dann ist wieder 30 Grad, habe ich schon wieder keinen Bock mehr. So, und dann fangen die wieder alle an, hier rumzumähen, ja. Die Felder, dann schlagen sie das Heu immer auf und ich sitze dann da und bei mir fließt alles. Bin komplett im Arsch dann. So, wer macht da was gegen? Für mich ist das Körper. Ja, die Grünen machen ja nichts, ne? Hör auf mit den politischen Sachen. Da hat jemand in den Kommentaren geschrieben. Echt? Du sollst da die Kommentare lassen, ja. Da bin ich nicht gelesen. Die Videos gehen zu lang, hat einer geschrieben. Und die politischen Kommentare gehen auf den Sack. Echt? Dann suche ich nochmal raus. Weil die nicht verstehen, was Ironie ist und so. Achso, unter welchem Video war das? Dem letzten. Ah, da waren so viele Kommentare, okay, habe ich noch nicht alle gelesen. Ja, das schaue ich gleich nochmal. Ja, geht zu lang, ja. Achso, okay. Dann mach doch hier auf, dann spul doch vor. Ja? Ich hab da geschrieben. Auf 1,25 oder 1,5. Ich habe geschrieben, sorry, nächstes Video wird 2 Minuten. Ja.
Ja, muss er hier noch höher stellen. Gehen zu lang. Ja, da wäre ja schon wieder brastisch. Ne? Generation TikTok. Ja, ist ja wirklich so. 15 Sekunden, boah. Ah, herrlich. Nee, schmeckt gut. Nee, schmeckt gut. Dein Leim, ne? Ja, schmeckt wirklich gut. Echt gut und finde ich auch echt schön, dass wir jetzt mal wieder zwei auch Energy-Geschmäcker rausgebracht haben und nicht die, auch die leckeren, auch leckere Sorten. Als Eistee würde ich es mehr feiern. Ja, ich weiß nicht, nee. Ich will auch den Kick haben. Hat auch so eine Süße mit drin. Ja. Also so leichte gut. Süße, dann dieses Limettenzeug. Schmeckt gut. Ja, ja. Was müssen wir mal weitermachen? Ja, jetzt kommt der Kaktusfeige. Die Kaktusfeige. Und danach will ich noch schnell was ausprobieren. Mhm. Komm, ein Fall hält sich, ne? Ja, ja. Also noch rieche ich jetzt nichts Typisches. Luft zum Atmen, ne? Das Pulver sieht ähnlich aus. Also vom Pulver her haben wir hier auch wieder so ein, ja, so ein gelbliches Pulver, genau. Da ist ein bisschen mehr grünlich. Das läuft doch schon aus, das Eis, oder nicht? Nicht aus. Oh, schön. Kaktusfeige, wo hatten wir überall Kaktusfeige? G-Fuel? Die Elden Ring, ne? Der läuft auch schon schnell wieder auf, ne? Triebwerk hatte da auch eine Kaktusfeige. Ja. Boah, war es Triebwerk oder Uaris? Triebwerk, ne? Ich glaube Triebwerk, ja. Ja, Triebwerk. Recherche sitzt wieder. Recherche sitzt wieder. Ihr schreibt so einfach in die Kommentare. Ihr seid ja so schlau. Ja. Könnt ihr doch mal, dann machen wir jetzt hier in dem Weihnachtsshaker machen wir jetzt hier die Kamelkacke. So. Guck mal, sieht genauso aus wie das andere. Ja, so ein bisschen gelblicher, ne? Boah, das riecht aber gut, muss ich sagen. Boah, das riecht auch richtig geil. Noch ein Shisha-Tabak, muss ich sagen. Ernsthaft? Ja. Ich riech nichts mehr wegen meiner Nasenspray-Sucht. Ich kann ja nichts mehr schmecken. Ja. Wonach bist du eigentlich nicht süchtig? Oh. Der schmeckt wieder sehr saftig, ne? Mhm. Der schmeckt wie Lemon Lizard. Ja, Lemon Lizard weiß ich jetzt nicht, aber... Also bitte, für mich schmeckt das eher nach Gurke als Kaktusfeige. Gurke? Schmeckst du da die Gurke raus? Gewürzgurken? Sandwichgurken? Sandwichgurken. Oder diese kleinen Kabanossis da? Kabanossis. Ich hatte ein bisschen eine andere Vorstellung. Also der schmeckt ja mega frisch halt auch, ne? Aber auch wie in diese Saftrichtung. Ja, so ein bisschen. Mhm. Also schmeckt auch sehr gesund. Schmeckt sehr gesund. Also ja. wenn ihr euer 2023 mit voller Energy und nicen Produkten starten möchtet, dann schmeckt das auch. Die Frage ist jetzt nur, also meine Erwartungshaltung war ein bisschen anders. Mhm. Ich finde es auch nicht wirklich süß oder so, ne? Also es hat so, nee. Aber mehr so wie so eine feige Süße, so dieses, diese komischen Dinger, diese schrumpeligen Sachen, die man in so einer Tüte, wo eine Folie drauf ist und dann suppt das, so ein bisschen in die Süße geht das, oder? Haben die anderen Kaktusfeigen besser geschmeckt, muss ich sagen. Also die Eldenring-Variante ist ja immer noch mein Favorit, ja, ja. Muss ich leider sagen. Die hat was sehr Fruchtiges. Das Problem ist, ich habe noch nie eine echte Kaktusfeige gebissen. Ja, ja. Das heißt, es könnte natürlich sein, ich habe ja mein Kaktusfeigen-Geschmack ist ja geprägt vom Pfanne-Eis, vom Pfanne-Grün. Sprich's doch mal aus. Das heißt, mein Referenzwert ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber es schmeckt sehr nach was Natürlichem. Ja. Das ist wieder was für die natürlichen Flavor von Holy mögen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Geschmack sehr, sehr nah an eine originale Kaktusfeige rankommt, die man so schlabbern kann. Die Frage ist, das weiß ich halt nicht. Ja. Und ich habe jetzt nur den Vergleich. Seht uns an, ne? Wir essen sowas nicht. Wir essen so etwas nicht. Wir essen nur Schiotto. Ja. So. Wenn die Geschmäcker irgendwann alle kommen. Kiloweise Schiotto. Oh, da hätte ich immer einen Bock Giotto, drauf. Vor allem Schiotto. Schiotto. Deswegen, ich bin mir noch unsicher. Finde ich das gut? Aber du wolltest ja noch was ausprobieren. Ich wollte noch was ausprobieren. Lass mal. Oh, jetzt habe ich hier. Hast du dir in den Augen gepackt? Mixen? Ja, ich wollte gerne mal Machst du noch zwei Eiswürfel rein? Doch, klar. Das könnte knapp werden mit den Eiswürfeln. Ich würde nämlich gerne. Oh, das war eine gute Mischung. Ja, wegen Zitrus-Kaktusfeige. Wir gucken, ob das da irgendwie vielleicht rankommt. Vielleicht ist es nämlich so, dass das jetzt einzeln, also der mir einzeln noch nicht schmeckt, aber ein Kombi total gut. Hast du jetzt davon einen reingemacht? Nee, ich mach das hier. Also ich könnte es auch mit dem Pulver, aber ich mische das einfach so. Ich bin ja flexibel. Ja, nee, es gibt aber Nachteile in der Zusammensetzung, wenn man es nicht vorher mischt. Irgendwann sehe ich noch den Shake aus der Hand rausfallen und dann alles da hinten voll. Ich hab feste Hände. Pack gern zu, weißt du? Also farblich für mich das Gleiche. Ja, okay, das ist doch recht. Muss ich einfach mal so sagen. Aber gut. So. Bei G-Fuel ist auch mal alles rot. Ja, ja, ach, das ist, an sich ist mir die Farbe auch total egal. Ich freue mich über Special-Farben, aber so, Mixing. Eine Art Cocktail, ne? Prost nochmal.
Ja, kann man machen. Kann man schon machen. Müssen ja wirklich. Schieben wir schon so lange auf so ein Video. Weil diese Mix-Videos. Es gibt schon so tolle Kombinationen, lese ich auch im Discord immer. Ne? Also die Limette finde ich ganz nett. Man hat so ein schönes Limettending. Die Kaktusfeige, die Kamel-Kaktusfeige ist nicht meins. Die hat so. Also, wie gesagt, ich bin halt vielleicht geschädigt durch diese Kaktusfeige von G-Fuel in dem Moment. Dadurch habe ich natürlich das habe ich im Kopf, weil die sehr, die süßlicher, aber nicht zu, so zu gut. Ja, trotzdem aber die Thai Lime hat auf jeden Fall mehr Bums, ne, im Vergleich als die Kaktusfeige. Ja, die ist halt anders, die ist, ja, so, die ist so anders. Den Bums da noch rein, ne? Ich würde fast sagen, also hier würde ich Gold für sagen, für Thai Lime. Echt eine schöne Sommersorte ist. Ja, die ist wirklich gut, die kannst du richtig schön lümmeln. Mhm. Und Kaktusfeige muss ich leider sagen, Bronze. Ja, würde ich genauso sagen. Also Gold, Bronze. Ja. Ist schade, weil ich habe mich persönlich hier mehr drauf gefreut. Muss ich leider sagen. Die Thai Lime, die hat halt eine schöne Limette. Und wie du schon sagst, wenn es schön warm ist, warte erst mal ab. Ja. Wenn abends wieder, ne? 80 Grad in der Bude und dann spielt sie wieder am COD schwitzen. Genau. In der Kammer. In der Kammer. So, und dann nebenher läuft da irgendwie noch so Anime, ne? Und dann und die Shisha noch. Kühl ist ja mit Shisha auch. Doch, alles. Und dann sitzt du da. Und dann trinkst du natürlich das sehr, sehr gerne. Ja, auf jeden Fall bin ich froh, zwei Energy-Sorten. Also nicht wieder irgend so ein Zeug. Das finde ich schön. Und ja, schade, cool. Ja, ne? Und wie gesagt, mit dem Code PureBoys10 könnt ihr euch da. Ihr solltet sowieso beide Sorten kaufen. Eben, denn dann macht ihr euch eure eigene Meinung. Wir haben ja nur unsere Meinung. Und falls ihr aber denkt, ah, ich hätte mal wieder Bock auf sowas sehr Natürliches oder nicht oder beides, dann bestellt gerne über unsere Codes, weil damit spart ihr. Ihr unterstützt uns, damit wir weiter Videos machen können. Sonst sind wir nächste Woche nicht mehr da. Ja. Und können die Rechte nicht mehr bezahlen. Ja, ist alles teuer. Ihr weißt, wie viel Energie da zieht, das Schild? Ja, ja, 10 Watt. Und falls ihr Lust darauf habt, macht das doch gerne. Ihr könnt uns auch unterstützen mit einem Like und einem Kommentar. Ja, schreibt mal in die Kommentare, habt ihr Bock drauf? Und wenn ihr das Video nach dem Release seht, wie schmecken euch die beiden neuen Sorten? Wir brauchen Feedback. Wir brauchen Feedback. Das wäre total nett. Ne? Ja, und kommt Discord. Auf Discord, Pulverbörse. Nee, kommt ja gerne dazu, könnt ihr auch ein bisschen diskutieren. Und die Leute, wir haben eine tolle Pulverbörse. Mhm. Und Pulverbörse. Und da sind die Leute auch super kommunikativ. Ne? Manchmal ein bisschen, aber sich sehr nett. So, und ja, in dem Sinne würden wir uns verabschieden. Ne? Wir würden sagen, noch ein Kane Happy Birthday, aber genau. Viel Spaß. Beste Grüße und alles Gute, Oli, ne? Ja. Jungs und Mädels von Oli, ne? So, also. In dem Sinne sehen wir uns beim nächsten Video wieder und wieder schauen und reinhauen.